Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge hier aus Ellerbach vom Hof Gruber. Ja, wir sind mal wieder da. Ich glaube, dass das jetzt eigentlich die 10. Folge sein darf. Ja, es war letzte Folge so eine Sache, oder letzten zwei Folgen. Die eine Folge war, glaube ich, sehr lang wegen einer RP. Und die Folge drauf haben wir auch noch ein bisschen eine RP gemacht. Da wollte ich aber dann vom Kartoffel irgendwas mit reinnehmen. Und die Aufnahmen sind allerdings nichts geworden. Das heißt, vom Kartoffeling ist jetzt nichts mit drinnen. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das Ganze zusammengeschnitten habe, aber es darf das jetzt eigentlich die 10. Folge sein. Genau, ja, ich bin noch ein bisschen krank, aber es geht eigentlich schon einigermaßen schon wieder. Genau. Ja, wir fangen jetzt an. Wir sind auch gerade dran. Wie gesagt, wer ja die letzten Folgen nicht gesehen habt, schaut es euch an. Das ist nicht unserer, das ist der vom Händler oder beziehungsweise den hat der Bauer verkauft an Händler. Und ja, der ist jetzt aktuell unser Leihtraktor, weil unser Ziel in der Werkstatt ist und wahrscheinlich einen Getriebeschaden hat. Genau, und einen Fendt habe ich schon einen Kreisler gehängt. Genau. Wir fangen jetzt einmal an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt wieder da. Ja. Jetzt können wir anfangen. So. Gut. Fahren wir mal. So. Ja, wir sind jetzt am Main hinter dem Hof raus. Ich habe jetzt schon mal rundum gemacht. Es haut ganz gut hin. Also passt alles. Und ja, jetzt fahre ich einmal in der Mitte so durch. Und dann, ja, sehen wir eh, wie wir weiter dann. Also einmal komplett in der Mitte durch und dann halt von außen nach innen. Genau. Ah, geht's auf. Genau. Dann von außen nach innen. Ja, genau. Weiter, sehr lange groß reinfahren. Das ist gut. Ja, es schaut recht bewölkt aus. Allerdings, Wetterbericht sagt kein Regen für die nächsten 3 Tage sogar. Also, wenn es wärmer wird, kommt das mal heuer auch machen. Aber ja. Das wird jetzt halt noch nichts werden. Das möchte ich schon gar nicht probieren. Außerdem, im Mai waren es 3 Tage. Es wird knapp, weil bis Mittag Mai schon allein ich einmal, dann habe ich schon quasi, konnte man sagen, nicht einmal 2,5 Tage. So. Nur mir noch ein bisschen an die Schaltung erstens gewähnen, wie die Kupplung kommt beim Deutz und das alles und natürlich Hydraulik beim Deutz. So, also mit den Obi und Rauf da. Ja, das war ganz gut gemacht. Von dieser. Wie gesagt, es ist recht finster, es ist recht dicht bewölkt, aber ich glaube nicht, dass was kommt. Hoffen wir. Dann sind wir ein bisschen nasseres Silo. Was ist denn das? Oje, was ist ein Aufstand da? Servus. Servus. Ah, da ist er nur einer! Servus, Uipa! Wie zufällig Thomas er weit trifft. Hey! Ja, ich. Senior! Schnitt! Ja, sicher, du kannst das besser, du packst dich da hin, wo es keinen stört. Der steht hier in meinem Wiesen, da ich nicht mehr umdrehen kann. Ja, sei froh, dass du einen Pullover hast. Ich bin gerade an der Abschlussdüngung von meinen Feldern. Jetzt habe ich mir gerade meinen Körnermais angeschaut, ja, mal zum Beispiel spritzen. Ja. Jetzt würde ich noch schnell vorbeischauen, weil die Mann sehen, ob er geht, weil ich habe den auch schon lange, also ich habe ja ein Skatboard. Sicher geht er, das ist ein Deutz. So fragst du bei mir kurz abfallen? Fragst du bei mir kurz abfallen? Ah, sicher ist er so viel drauf, ist ein bisschen blöd. Hast du was genommen? Hast du was genommen? Du bewegst dich auch so schnell und zappelig, ich weiß nicht. Geht's nein, ich wollte nur vorbeischauen, ich bin am Gräfer da hinten. Warum hast du eigentlich immer Gummistiefel um? Ja, weil er von früh bis spät in Stau ist. Das sind die Alten. Ja. Ja, okay. Du bist auch noch warm angezogen, ha? Ja. Ich war gerade noch beim Händler. Also. In der Werkstatt gewesen. Ja. Ja, ich hab mir dein Feld mal schon mal ein wenig angefangen zusammenzulegen. Ich glaube, das ist ja gleich seine Baustelle. Wenn ich jetzt mal noch vier Tütze Dinge habe, ich glaube, dass manchmal, wenn es mich trifft, weil wenn ich es zum Richten, wenn ich es richten soll, dann kostet es ja Geld. Oder ich sollte noch weicher schachen, so wie er ist. Ja, das sehen wir dann.
Und nicht der Kleine, wenn es nicht der Kleine Schaden ist, dann können wir da weg. Naja, sehen wir dann eh. Und, erster Schnitt, läuft. Erster Schnitt läuft, bin nicht ein bisschen spät dran. Also, hey, ich wollte eigentlich. Nein, von der Uhrzeit her nicht, aber für das, dass ich vor 2 Stunden schon anfangen wollte, bin ich ein bisschen spät dran, das habe ich gemeint. Ich hab mir noch. Hab's erst noch ein bisschen mehr Werk einstellen müssen, was der neue Traktor ne. Und jetzt sehst du eh da ein bisschen an Hydraulik, muss ich mir noch gewöhnen. Der lässt Hydraulik ein bisschen anders ab als wie der Fendt, ne. Ja, ist halt auch kein Fendt, ist auch klar. Der lässt sich schneller ab als wie der Fendt. Dann musst du es dann dort später runterlassen. Nein, viel später erst runtergezogen hab. Weil mir natürlich noch an die ganzen Hebe, wenn du noch das gewöhnen musst. Bin ich noch nie wirklich so einen guten Traktor gefahren. Schau mal her, was hat denn der für riesen Mehrwerk? Was ist das hier Haus? Was war denn da einer? Strieg, ja, Bammer, aber. Hey, da schau ich dann vier. Aber ich muss jetzt leider mal ne. Weil, weißt du, Wetterbericht sagt die nächsten 3 Tage schön wieder. Schau mal auf, wie finster das ist. Aber ja, ist schwierig, ja, die haben nichts getan. Ja, du hast gar keinen Grund nicht. Ja, gut. Ja, passt. Servus! Servus! So, gut, dann machen wir weiter. Jo. So. Also, zack, Mähwerk wieder an. Und wieder anlassen. Und dann haben wir so. Ja, wie gesagt, das ist noch so ein bisschen eine Gewöhnung gesagt beim Leit. Ist natürlich ein bisschen was anderes als wie der Fendt. Dass er die Hydraulik schnell abgelost, stimmt nicht ganz so unbedingt. Das habe ich ja nicht dazu ihm gesagt, weil er gegen dazu was sagt. Aber ja. Ich habe gegen Deutz nichts, ganz im Gegenteil. Das ist ja ein super Traktor da jetzt. Gerade gegen so alte Deutz habe ich überhaupt. Alter, gegen so alte Deutz habe ich überhaupt nichts, die haben super. Genau. Ja, da waren wir jetzt nochmal so vorbei, da können wir nicht recht viel weiter zu. Das war dann von der anderen Seite nur dagegen fahren. Oh, das war der Strauch. Das mag es mir weg. Ja gut, ich würde sagen. Wow, Brems. Ich würde sagen, wir begeben uns an meinen Timelapse und dann sehen wir uns nachher gleich mal wieder. Ich habe auf jeden Fall nachher noch was zum Verzögen, aber ich würde jetzt mal sagen, fangen wir mal wieder den Timelapse an. Genau, bis später. Jack it up.
let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my gibt's nicht. Jetzt habt ihr es eh gerade gesehen in der Timelapse. Ich bin spät auf Bremsen und ja, bin dem schönsten da gegangen zusammen. Oh nein, das gibt's nicht. Deswegen mag ich es nicht mit einem ausgeglichenen Traktor. Jetzt hat. Ja, Verbogen ist da. Ein bisschen zurückgebogen. Ja. Ich muss jetzt erstmal weitermachen, weil ich verbrauche ja schon viel zu viel Zeit, aber das muss ich mir nachher einmal anschauen. Ja, wenn das am Ende auffällt. Ja, aber das wird ihm sicher auffallen. Ja, gut, wir machen erstmal weiter, aber das muss ich mir dann nachher in der Werkstatt anschauen. Ob ich das ein bisschen ausbieren kann. Ja, geh weiter. Zum Glück kann man kein Frontmehrwerk nicht. Wenn man Frontmehrwerk drinnen gehabt hätte, dann wäre das wahrscheinlich irgendwie blöd hergegangen, wenn es Mehrwerk ist auch noch nicht. Dreikel hat es nicht großartig verbunden und sonst kann leider nicht so schlimm. Aber schön traurig. Das ist. Ja. Naja, wir machen erstmal weiter und dann naja, schauen wir, was wir da machen.
So, wir sind jetzt wieder da. Ja, ganz kurz von Vika, die Aufnahme, also die Schlussaufnahme von der Folge. Hätte ich eigentlich schon aufgenommen gehabt von in Real Life, von in Six Talk. Da war man natürlich in Game noch um andere Zeit gewesen und alles Mögliche. Die Datei war aber fehlerhaft und ich möchte trotzdem einen Schluss aufnehmen für die Folge. Deswegen das Ganze jetzt nochmal. Kontostand, Ingame-Zeit und alles passt dann natürlich auf die nächsten Folgen. Seid gespannt, was da kommt. Ja, ist halt jetzt so. Ja, wir sind jetzt fertig. Gestern habe ich noch alles bei uns selber gemacht, mit dem Heckmeerwerk allein. Und jetzt halt in der Früh haben wir das Frontmeerwerk schon geholt. Und jetzt machen wir dann die ganzen Flächen von der Biogas so also ab mit der Kombi. Dann nehmen wir unser Heckmeerwerk her und das Frontmeerwerk von der Biogas eben. Genau, das geht dann schön. Unsere Flächen habe ich jetzt mit dem Heckmeerwerk allein gemacht, weil ja, das Mehrwerk gehört ja trotzdem der Biogas-Frontmeerwerk, deswegen unsere Flächen war eigentlich über mein Heckmeerwerk. Aber ich möchte ja mal schauen, ob nicht vielleicht ein Frontmeerwerk herkommt, aber mal schauen. Der CI hat ja keine Fronthydraulik nicht. Deswegen braucht er jetzt erst eine Fronthydraulik. Aber mal schauen. Genau, da geht es jetzt dann los ans Fahren. Und ja, für die Folge soll es jetzt gewesen sein. Ich habe das Mahn relativ, naja, abkürzt. Ich habe natürlich nicht alle Wiesen mit reingebockt. Wenn ich alle Wiesen mit reingebockt hätte, dann wartet man in 3 Stunden noch nicht fertig mit der Folge. Ist auch logisch, deswegen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Servus, pfiat euch.